Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen zurück im Kaiserreich 1877 und das Kaiserreich hat sich ausgedehnt. Das Land links und rechts vom Suezkanal, das gehört jetzt zu uns und ich kann mich gar nicht satt sehen daran. Und ich denke, wir werden hier auch gleich mal einen Marinestützpunkt errichten und natürlich auch im Fort das volle Programm. Wir können uns überhaupt mal hier angucken, was hier so los ist. Wer befindet sich denn eigentlich hier? Gucken mal in die Bevölkerung rein, da müsste ganz unten Deutsch-Sinai auftauchen. Alle auswählen und da sehen wir haben vor allem Bauern hier in Deutsch-Sinai. Misrinische Nationalität sunnitischen Glaubens. Hurra-Patrioten und Laissez-faire-Moralisten sind sie. Konservativ, na, das sind unsere besten Freunde hier. Das wären nochmal unsere besten Freunde. 91 norddeutsche Protestanten sind schon angekommen. Bauern, die Baumwolle abbauen. Hochinteressant. Okay, gut. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. So, dann werden wir jetzt ein paar Maßnahmen einleiten. Als erstes, wir werden jetzt ein gesamtes Korps, nämlich das 10. Nee, das ist jetzt das 5. Korps, ist egal. Das nennen wir jetzt Afrika-Korps. Und das werden wir jetzt auf die Schiffe verladen und dorthin schicken, um von dort aus unsere Interessen zu verteidigen. Kann es dort anlanden? Ja, es hat einen Hafen, hat jede Provinz. Kein Problem. Gut, das war das Erste. Als Zweites denke ich, naja, wir werden bald dann nochmal ein neues 10. Korps bauen, ein neues 5. Es muss jetzt mal für eine kurze Zeit die Reihenfolge hier nicht ganz korrekt sein. Aber was wir jetzt schon bauen werden, ich will jetzt hier eine Transportflotte immer hier haben und eine dort, dass wir nicht groß hin und her fahren müssen im Notfall. Deswegen werde ich jetzt noch eine zweite Transportflotte in Auftrag geben. Flotten bauen und zwar Dampftransporter jetzt mal, nicht diese altertümlichen Clipper-Transporter. Da werden wir jetzt direkt nochmal 7 hinterher bauen. Okay, soweit so gut. Ich denke, dann können wir auch erstmal weitermachen. Mal schauen, was hier sonst noch so passiert um uns herum. Ach so, wir müssen natürlich noch die Zuordnung der Korps machen. Hier habe ich irgendwie eine falsch bewegt. Die schicken wir dann nochmal hier nach Köln. Wir wollen ja noch die Armeen neu sortieren. Und da können wir aber eine Sache schon machen. Was kommt jetzt hier? Bündnispartner zur Hilfe rufen. Was haben die denn jetzt angestellt? Nein, ich sag bloß, die haben Krieg angefangen gegen die Osmanen. Krieg mit Äthiopien. Okay. Okay. Ah, ich habe geahnt, das ist, naja. Gut, wie sieht's denn aus? Ägyptische Befreiung von Sudan. Ja, toll, dass ihr eine ganz großartige Militärstärke habt. Na gut, da ist ja unser Afrika-Korps genau richtig. Das Blöde ist, was machen wir denn jetzt? Ich meinte, was machen wir mit unserem Militärunterhalt? Wir machen es mal ein bisschen nach oben, so halb hoch vielleicht, auf 50%. Ich hoffe, die können auch mit 50% Moral gegen Äthiopien gewinnen. Mehr als ein Korps schicken wir da aber jetzt nicht zur Hilfe. Ja, wir akzeptieren das. Ach, Hejaz auch noch dabei. Na toll. Da haben wir uns ja jetzt gleich ein schönes Ei ins Nest gelegt. Gut, wie auch immer. Aktiengesellschaft ist entdeckt. Dieses Gesetz erhöhte die Möglichkeit, von Firmen auf effiziente Art und Weise an Geldspritzen zu kommen. Darüber hinaus gab es Privatinvestoren bei einem gewissen Risiko die größte mögliche Kapitalrendite. Die Steuereffizienz erhöht sich weiter. So, ich will jetzt Folgendes tun. Ich will hier Friedrich von Hessen-Kassel erstmal... Ne, was machen wir denn jetzt am besten? Genau, andersrum. Wir müssen das 4. Korps, Manfred von Beuen, der kriegt erstmal keinen Anführer. Ach, wir befinden uns im Krieg, richtig. Wir können diese ganze Aktion nicht machen, weil wir im Krieg befinden. Das hätte ich vorher tun müssen.
Egal, dann machen wir es später. Ist jetzt auch nicht so dramatisch. Was passiert hier? Das sind irgendwelche zurückgezogenen Militärzugänge. Wir könnten natürlich jetzt auch noch um Hilfe bitten. Wisst ihr was? Wir rufen mal Spanien in den Krieg hinein. Die können jetzt hier mal mitmachen. Die sind am nächsten und die Portugiesen vielleicht auch. Ach, die haben Waffenruhe mit Hitchers. Das geht nicht. Na gut, dann geht's eben nicht. Das wird schon in Ordnung. So, Spanien. Das wird schon in Ordnung gehen. Spanien macht mit. Prima. Jetzt müssen wir mal gucken, wo ist eigentlich unsere Flotte? Nicht, dass wir die hier ein bisschen aus den Augen verlieren. Ach, die ist schon da. Wow, das ging ja doch recht schnell. Und warum hat die jetzt hier Verlustquote? 0,2%. Ungenügend Wartungsgüter. Ja, da müssen wir vermutlich warten, bis jetzt hier der schöne Marinestützpunkt fertiggestellt ist. Das dauert aber noch 3 Jahre. Okay, ich glaube, so lange wollen wir hier erstmal nicht warten, sondern da fahren wir dann doch nochmal lieber zurück. Nicht, dass unsere schönen Klipper da untergehen. So, und das Afrikakorps und der Hugo von Hannover, die werden jetzt südlich vorstoßen, hier gegen Äthiopien, die sich auch gleich hier offensiv auf den Weg gemacht haben. Wir haben internationale Wechselkurse und feste Wechselkurse entdeckt. Beides bringt 1% Steuereffizienz. Internationale bedeutet ein Preisvergleichssystem für verschiedene Währungen und vereinfachte den Währungskauf und Verkauf. Dies verbessert die Effizienz des Außenhandels enorm. Was ist hier los? Oh, es geht immer weiter mit unseren Entscheidungen. Wir können die Familie Krupp unterstützen. Sehr schön. Alle Dinge, die wir brauchten, haben wir erfunden. Wir haben auch eine höhere industrielle Punktzahl als 100. Sehr schön. Stahlfabrik ist auch da. Im stark industrialisierten Ruhrgebiet bildet sich ein besonders militärisch-industrieller Komplex heraus. Dabei arbeiten mehrere führende, bemerkenswerterweise vornehmlich aus der Krupp-Familie, stammende Industrialisten mit preußischen Armee- und Regierungsoffiziellen zur Entwicklung unserer militärischen und industriellen Fähigkeiten in Einklang mit der preußischen Staatsideologie zusammen. Voltaire hat über Preußen gesagt, es sei eine Armee mit einem Land und nirgendwo trifft das den Nagel mehr auf den Kopf als im Ruhrgebiet. Naja, ich glaube, für die Zeit trifft das nicht mehr so ganz zu. Oh, und es ändert sich dadurch unsere gesamte Forschungsausrichtung. Interessant, beziehungsweise wir bekommen richtig viele Boni im Bereich Militär und Industrietechnologie, Kultur im Übrigen auch. Wahrscheinlich Förderer der kulturellen Entwicklung, aber Marine geht weiter zurück. Na gut, das ist ja eh nicht unser Lieblingsding. Okay, prima. Krupp haben wir auch noch. So, jetzt verfolgen wir mal unser Afrika-Korps auf dem Weg nach Süden. Grippepandemie. Die spanische Grippe, das kennen wir. Wir bekämpfen sie mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln, das ist selbstverständlich. Okay. Hier ist die ägyptische Flotte. Wir können natürlich auch unsere Flotte da mal hinschicken. Aber ich weiß nicht, ob das so klug ist, ohne einen Hafenstützpunkt in der Nähe zu haben. So, jetzt greifen wir erstmal hier mitten in der Wüste an. Was haben wir denn eigentlich hier für Verlustquoten? Bestimmt wahnsinnig hohe. Hier haben wir allerdings 0%, das ist schön. Aber wir sind ja auch noch nicht auf feindlichem Territorium. Das wird jetzt gleich geschehen. Aber sie fliehen. 9. Oktober, 10. Oktober, na toll. Jetzt bleiben sie stehen, jetzt fliehen sie wieder. Wir kennen das Spiel. Okay. Es gibt Frieden zwischen Russland und Großbritannien. Kolonie Britisch-Ghana erobern. Sehe ich das richtig, dass die Briten verloren haben? Ich lache mich tot. Und wo sind jetzt die Russen? Sind das die Russen jetzt? Ne, das sind die Portugiesen. Jetzt müsste man natürlich wissen, wo Ghana ist. Sehe ich das russische Grün nirgendwo. Uns das mal an hier. Diplomatie-Kartenmodus.
Keine Ahnung, was das jetzt für ein Ergebnis erzielt hat. Der Krieg zumindest ist beendet. Keine Ahnung, was die hier bekommen haben. So finde ich Ghana auch nicht. Ja, dann nehmen wir das erstmal so hin. Das werde ich dann vielleicht mal nachtragen. Ich gebe zu, in der Geografie von Afrika kenne ich mich echt überhaupt nicht aus. Insofern bin ich jetzt auch ein bisschen verwirrt. Vielleicht ist das eine Kolonie, die hier noch nicht eingezeichnet ist. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist der Krieg zu Ende und erstaunlicherweise hat Großbritannien verloren. Wer hätte das gedacht? Und damit sind wir nur 3 Punkte dran an Großbritannien, um sie als Nummer 1 Großmacht abzulösen. Echt erstaunlich. Echt erstaunlich. Und die Osmanen sind vermutlich noch ein bisschen abgerutscht. Ich weiß nicht genau. 322. Boah. So, jetzt wird erstmal weltweit demobilisiert, das ist klar. Wir müssen jetzt auch mal aufpassen. Oha, 7,1% Verlustquote. Wir müssen zusehen, dass wir hier in die Kämpfe kommen. Das ist ja der reine Wahnsinn. Dieses Wüstenklima. So, die Schlacht ist gewonnen. Der Gegner völlig vernichtet. Okay. Gibt es denn überhaupt noch eine gegnerische Armee? Wollen wir jetzt echt belagern? Oder wollen wir das den Osmanen überlassen? Wir ziehen da einmal rein und gucken mal, wie das aussieht. Eisen und Blut. Eine neue reiche Eisenerzader in Liegnitz. Aha, hier geht es wieder darum, ob wir tief und gierig bohren wollen. Nee, das machen wir nicht. Die Arbeiter, das sind ja unsere Wähler. Die wollen wir nicht unnötig in Bedrängnis bringen. Bhopal, auch da haben wir einen Kriegsgrund. Aber diese kleinen Länder sind ja lächerlich. So, hier sind schon wieder Revolten in Österreich-Ungarn. Ich hoffe, sie kommen selbst klar und wir müssen da nichts tun. So, was haben wir hier? 2%. Das geht ja noch, wie ich finde. Dann bleiben wir hier mal stehen und helfen auch beim Erobern. Massawa ist in unserer Hand. Wer ist das hier? Das ist Jemen. Das ist eine befreundete Armee. Die brauchen wir uns nicht kümmern. Dann gehen wir hier ins Landesinnere. Auch 2%. Das ist soweit okay. Was machen die Briten hier mit ihren Schiffen? Gut, der nächste Staat ist bankrott. Mewar. Auch da haben wir einen Kriegsgrund. Kriegsgründe, die uns aber eigentlich nicht groß interessieren werden. So. Ja, dann ziehen wir mal hier so munter voran. Unsere Infamie ist so hoch, dass wir eh jetzt hier nicht groß was tun können. Und das Oberhaus ist neu zusammengesetzt. Auf 20 sind wir gekommen. Hier steht zwar minus 14,4, aber das ist ja nicht wahr. Das letzte Mal hatten wir hier, glaube ich, weniger, bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube weniger. Wir haben ja jetzt bevölkerungsbasiert und immerhin Wählerideologie entsprechend stimmt das jetzt. Kommt das hin? Okay. Das heißt, wir können im Übrigen wieder neue Politikreformen machen und wir werden das Wahlrecht weiter anpassen. Und erstmals wird auch die Unterschicht wählen können. Hervorragend. Und ich hoffe dann auf bessere Wahlergebnisse in Zukunft. Was ist hier? Die Zentrumspartei und die Christlich-Soziale Partei wurde gegründet. Alles klar. Schauen wir uns. Nein. Ah, verdammt. Jetzt habe ich. Bin ich gleich auf Neuwahlen gegangen. Ich wollte eigentlich mir die Parteien anschauen. Okay, dann ist das ein Irrtum eines Beamten gewesen. Nein, Bismarck hat das ganz absichtlich gemacht. Er wollte die veränderte Wahlrecht jetzt gleich in ein neues neues Parlament umsetzen. Ich wollte mir eigentlich hier die Parteien angucken. Die Zentrumspartei und die Christlich-Soziale Arbeiterpartei. Immerhin konservative Parteien, Parteien, die uns
tendenziell näher stehen, aber auf keinen Fall die Zentrumspartei, denn die, leider wird das überhaupt nicht simuliert in diesem Spiel, das war ein großer Reichsfeind von Bismarck. Das war ja eine eher katholische Partei und aufgrund dieses, ja, des katholischen Universalismus, damit konnte er überhaupt nichts anfangen, hat er die massivst bekämpft. Diese ganzen Aspekte werden leider hier überhaupt nicht simuliert, diese religiösen Auseinandersetzung. Die ist wirklich, also das religiöse Thema war im 19. Jahrhundert nicht vom Tisch, im Gegenteil. Oh, ist es ja heute noch nicht mal. So, Robert Torrens. Robert Torrens war ein britischer Armeeoffizier und Eigentümer der einflussreichen Zeitung Globe. Torrens war ein unabhängiger Entdecker von Ricardos Prinzip der komparativen Kostenvorteile im internationalen Handel, obwohl er eher reziproke Tarife als unilateralen Freihandel unterstützte. So, ich hoffe, ihr kriegt das alles noch mit. Torrens war außerdem ein Mitentdecker der ricardischen Theorie der Grundrente, obwohl er in späteren Ausgaben Malthus' Bevölkerungstheorie widerrief, auf der sie teilweise basierte. Was für ein wirrer Geist. Torrens blieb ein beständiger Kritiker der Arbeitswerttheorie. Gut, wir bekommen Prestige, das ist das Wichtigste. Nee. Okay. Persien hat die Zeit genutzt, da wollte ich gar nicht hin. Persien hat die Zeit genutzt, um sich hier auszudehnen. Hier, dieses Land haben sie bekommen. Und es gibt ein Friedensangebot von Äthiopien. Ja, Kernprovinz Sudan erobern, das akzeptieren wir für Ägypten, die damit größer geworden sind. Und das ist natürlich gut, wenn unser Bündnispartner in der Region größer wird und wir marschieren zurück. Sehr schön. Und endlich können wir hier wieder wirklich runtergehen auf 30%. Und hier gehen wir auch mal komplett wieder auf, gehen wir auf 26. Mal gucken, wie es damit aussieht. Ne, wir können sogar auf 25 gehen. Ich glaube, das war auch der Vorkriegsstand. Sehr schön. Weiter geht's. Weiter geht's. Ah, wir sind jetzt im Frieden. Jetzt können wir diese große Aktion hier noch machen mit der Umgruppierung unser Kurs. Also, Hessen-Kassel haben wir, den hatten wir entlassen, glaube ich. Das heißt, das vierte Korps muss erstmal her. Also, wir machen es so. Der prestigereichste Mann, hier ist die Sortierung, August Heppendorf, der soll jetzt das erste Korps führen und so weiter. Die ersten drei betrifft es. Das heißt, die rücken alle einmal auf. Der aus dem zweiten bekommt das erste und so weiter. So, das heißt, wir müssen jetzt mal kurz überlegen. Wir müssen das, fangen wir mal beim dritten Korps an. Das geht, glaube ich, am besten. Ne, da müssen wir erst das vierte, hatte ich den schon entlassen? Ne, wo ist, entschuldigt bitte, Adelbert von, ach, das ist das sechste Korps, alles klar. Den müssen wir erstmal entlassen und dafür müssen wir den von Hessen-Kassel reinnehmen, den wir, glaube ich, auch schon entlassen hatten, aus dem zehnten Korps. Ich sehe ihn bloß gar nicht. Da, ne, das ist noch ein anderer, Georg. Jetzt muss ich nochmal gucken. Zehntes Korps. Ach ne, der hatte gar nicht. Das erste Korps hatte er jetzt. Den müssen wir erstmal entlassen. Oh, entschuldigt, Leute. Das ist gar nicht so einfach. So, das sechste Korps. Da kommt jetzt der Hessen-Kassel hin. Jetzt hätte ich mir mal seinen Vornamen merken sollen. Hier, Friedrich. So, jetzt haben wir es. Das dritte Korps bekommt jetzt den, den wir eben entlassen haben, Adelbert von Wettin, genau. Das zweite Korps bekommt den, den wir eben entlassen haben, nämlich Gustav von Waldeck und Pyrmont. Das ist unser zweitbester Mann. Und das erste Korps, das prestigereichste, das geht an August Heppendorf. Ein Bürgerlicher, ein Pionier, ein Draufgänger. Gut, damit hätten wir die Sache jetzt auch vom Tisch. Puh, schwere Geburt. Und ich merke, es sind wieder Schiffe gebaut. Vermutlich die letzten dieser Art. Danach werden es bestimmt Panzerschiffe sein. Und wir haben die, ja, die so wichtige Kapergruppendoktrin erforscht. Prima.
Okay, das heißt, das nächste Mal werden wir neue Forschung auswürfeln und vor allem werden wir unsere Marinestützpunkte ausbauen. Und ich will doch direkt mal gucken, wie weit sind denn hier die gekommen. Oh, das dauert noch. Das dauert noch, liebe Leute. Also, macht's gut. Bis bald, euer Steinwallen.